Sie trotz Regen und Gewitter hierher gefunden haben, zu diesem Klavierabend eines noch sehr jungen Pianisten. Ja, ich überlege immer, was besondere Aspekte der Arbeit hier sind, die mir auffallen, die mir durch den Kopf gehen. Ich hatte früher ein paar Geigenstunden, einige Jahre, bis meine Großmutter das nicht mehr bezahlte. Aber diese Geigenlehrerin war ein Unikum, eine doch schon recht betagte Dame, die auch frei von der Leber weg ihre Lebensmaxime einfach so mitteilte, egal ob das eigentlich ein Erwachsener war oder nicht. So manches ist mir dann mal so hängen geblieben, was mich sehr wunderte. Zum Beispiel sagte sie, ich gehe seit Jahren nicht mehr in Konzerte. Das hat überhaupt keinen Sinn. Und dann fragte ich ganz naiv hier, warum denn nicht? Sie sind doch Musikerin. Ja, sagt sie, was hört man denn da? Da hört man immer nur ich. Das brauche ich mir nicht anhören. Und dann fragte ich, was man denn eigentlich, was sie denn eigentlich hören möchte. Ja, sagte sie, ich möchte eigentlich hören, dass der Musiker seine Intervalle anders kennengelernt hat und anders studiert. Da gibt es immer mal so eine Idee und eine kleine Sequenz und eine Verbindung, die er dann betonen möchte, aber die dient ihm nur dazu zu sagen, ich bin es, der es herausgefunden hat, ich weiß, wie ich es betonen muss, aber da ist gar kein Fluss in der Sache. Wenn man wirklich die Intervalle Stück für Stück so wie Wasser müsste man eigentlich eintauchen können und dann in den Fluss der Dinge einsteigen, so, dass man eigentlich sich selber ganz vergisst, wie beim Schwimmen. Da denke ich auch nicht immer daran, jetzt mache ich dieses und jetzt mache ich das und ich habe schon wieder ein Stück über Wasser gehalten. Ja, sich dieser Sache so anvertrauen können, weil ich ganz verbunden damit bin und gar nicht mehr trennen kann zwischen dem, wo ich eingetaucht bin und was ich bin. Dann fängt an, die Sache mich zu tragen. Das fand ich etwas seltsam, dass sie meinte, man könnte in der Musik schwimmen. Aber mir ist es doch im Gedächtnis geblieben. Und dann gab sie mir die Aufgabe, so, jetzt lernst du mal ein Intervall. Die allerersten beiden Noten, was das für ein Intervall ist, und das war ein Quart. Und du suchst dir mal, was alles in der Quart so für Lieder oder Stücke, die du kennst, drin sind. Am besten, du nimmst einfach den Anfang. Und ich kam zurück in die nächste Stunde und sagte ihr, ja, das sind immer all die Jagdlieder und manche Arbeitslieder, wie am Märzen der Bauer, wenn er flügt, dann... Das fängt so mit der Quart an. Ja, sagte sie, guck mal, da merkst du schon etwas von der Kraft dieses Intervalls, dieser Quart, mit der es dann losgeht. Ja, das weiß ich noch. Und dann ist mir später noch eine andere Sache aufgefallen, was es heißt eigentlich, etwas zurückzuhalten und nicht sofort für seine Selbstdarstellung und sein Selbstbewusstsein sozusagen zu benutzen. Die Pythagoreer haben von denen verlangt, die in ihre spirituelle Gemeinschaft einsteigen wollten, sie müssen über Jahre lernen, zu schweigen. Das heißt, ganz in ihr Innenleben eintauchen und nicht sofort preisgeben, was sich ihnen da eröffnet und gibt. Und erst wenn sie darin eine gewisse Reife hatten, konnten sie ja, berufen werden, in diese Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Und die Mutisten haben ja dazu sogar Klöster gebaut und klösterliche Gemeinschaften, um dieses Element des Schweigens, Konzentrierens, Eintauchens einfach mehr
ja, mehr Leben zu geben. Goethe schrieb einmal einen Brief, den er nie abgeschickt hat, an Schiller. Er wollte ihm darstellen, was er als nächste Dichtung ins Auge gefasst hat. Und dann notierte er aber in sein Tagebuch: Ich schicke diesen Brief nicht ab. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mein Vorhaben gleich schon jemandem vorstelle, habe ich es in aller Regel gar nicht mehr ausgeführt. Es war dann eigentlich schon wie gesagt und zu Ende. Der Fluss, der aus der Kraft der Dinge entsteht, ist dann schon abgebrochen, nach außen getreten, zu Ende. Ja, das fiel mir so zum Arbeitsgang heute nochmal auf. Thank you.
Scarlatto una parte. Thank you.